So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten offiziellen Folge dieses Stellaris Multiplayer Projekts. Wir starten jetzt rein und werden damit auch direkt ins Rollenspiel starten. Viel Spaß dabei! So, die Republica Unitatis nach diesem denkwürdigen 1. Januar 2200 muss natürlich jetzt erstmal wichtige Entscheidungen treffen. Wir müssen entscheiden, in welche Technologien wir investieren wollen für die Zukunft. Ich denke, wir werden beginnen mit einer verstärkten Physikforschung, mit der planetaren Vereinigung. Das sagt ja unser Name schon aus. Republica Unitatis, die wollen wir weiterhin anstreben. Und dann werden wir auch noch unsere Ingenieursforschung weiter stärken. So. Dann schauen wir uns doch mal nochmal unser System Solar Roma an. Eine Sonne. Und wir müssen unser Forschungsschiff, was jetzt hier schon bereit wurde, endlich losschicken auf unbekannte Gefilde und fleißig Systeme erkunden. Denn unser Ziel ist es ja jetzt endlich, das Weltall zu besiedeln und uns auszubreiten. Und ich denke, dafür werden wir am Anfang auch erstmal noch deutlich mehr Forschungsschiffe benötigen. Deswegen werden wir auf jeden Fall schon mal ein Forschungsschiff in Auftrag geben. So, und wir haben die Erkundung nach bewohnbaren Planeten. Ja, mittlerweile wissen wir, dass es nicht nur auf Terra Nova, unserer neuen Welt, prächtig gedeihliches Leben gibt, sondern auch noch auf anderen Welten, wie ja schon von unseren Föderationsmitgliedern mitgeteilt wurde. Deswegen gründet jetzt auch die Republica Unitatis und vor allem dort die Forschungsakademie der Wissenschaften die lobenswerte Initiative, um weitere bewohnbare Planeten für unser Volk zu finden. Ja, seine kaiserliche Majestät kann mit Freude bekannt geben, dass es einen neuen Erben für den kaiserlich-elysischen Thron gibt. Seine jüngste Tochter, Basilissa Eudokia, hat jetzt offiziell verkündet, dass sie die Erbschaft ihres Vaters antreten wird. Oh, die Republica Unitatis übersendet ihre Glückwünsche zu dieser erfreulichen Nachricht für das Kaiserreich. Auch Großadmiral Leopold von Seegarten von den Suchern übersendet seine Glückwünsche. So. Ja, dann schauen wir uns nochmal Terra Nova nochmal genauer an. Und wir vertrauen auf die Fähigkeiten der Gouverneurin. Oh. Und scheinbar haben wir ein Artefakt einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Ich öffne die Kommunikationskanäle zu unseren Partnern in der Föderation. Verehrte Sucher, verehrtes Kaiserreich, wir haben scheinbar Artefakte einer uralten Alien-Zivilisation gefunden. Nachdem zu urteilen, was wir bisher von ihrer Sprache übersetzen konnten, scheinen sich diese Aliens das Irasianische Konkordat genannt zu haben. Sie waren eine interstellare Macht, die vor etwas mehr als einer Million Jahre über diese Region der Galaxie herrschte. Sie scheinen sechsbeinige Säugetiere gewesen zu sein. Es gibt mehrere Einträge, die eine Art Seuche erwähnen, die Javorianischen Pocken. Die Seuche scheint sich mit verheerender Wirkung über ihr gesamtes Reich ausgebreitet zu haben, was möglicherweise auch ihr Aussterben bewirkte. Das ist ja höchstgradig interessant, muss ich sagen. Auch wir haben Hinweise gefunden im Reich der Sucher auf Zivilisationen, die viel älter sind als wir Menschen. Nämlich die Crew der DS Batuun, The Champion, ist erfreut, berichten zu können, dass sie die Überreste einer uralten, weltraumbereisenden Spezies auf Gatritia C2 entdeckt haben. Diese Spezies nennt sich die Grunur und Wir wissen noch nicht viel über sie, aber unsere Archäologen sind angehalten, Weiteres über sie herauszufinden und wir werden erfreut sein, ihnen darüber berichten zu können in der folgenden Zeit, in der Zukunft. Ja, das wäre gut, wenn wir uns da gegenseitig austauschen. Das Forschungsbüro seiner Majestät hat so etwas noch nicht gefunden. Und ich dachte, dass vor allem das Kaiserreich besonderen Wert auf Forschung legt. Das Problem ist aktuell, dass wir unsere Wissenschaftler nicht bezahlen können. Oh, was fehlt ihnen denn? Kredits, die sind das Problem. Können wir dieses Problem lösen? Denn die Republika ist gerade ganz gut ausgestattet mit Kredits.
Nur wenn sie sich bereit erklären würden, eine monatliche Zahlung für uns zu leisten. Und ich will sie natürlich nicht zu irgendwas drängen. Nein, das ist absolut nachvollziehbar, aber sie haben ja hier eine ganz besondere Lage mit dieser zerstörten Ringwelt, auf der sie sich befinden, und ich denke, wir werden alle davon profitieren, wenn sie später uns Teil an ihrer besonderen Forschung teilhaben lassen. Ja, und deswegen schauen wir doch mal, vielleicht können wir hier ein kleines Handelsabkommen schließen. Unser Elysia besitzt einen sogenannten arkanen Generator, der einen interessanten Nebeneffekt hat, denn er passt sich automatisch den strategischen Ressourcen und normalen Ressourcen an, die unsere Distrikte brauchen, um sich selbst unterhalten zu können. Höchst interessant, höchst interessant. Ja, wir haben Ihnen mal 5 Credits monatlich ein Vertragsabkommen dafür vorbereitet. Vielleicht würde das ja auf Gefallen bei Ihnen stoßen. Ich glaube, da hat jemand Tinte über die vertraglichen Papiere gedrückt oder sowas. Ich glaube, es wurde abgelehnt. Verzeihung. Das heißt, wären Sie damit grundsätzlich 5 Credits im Monat zufrieden? Ja. Würde Ihnen das helfen? Ja. Gut. Das würde es, ja. Dann werden wir dieses kleine Missgeschick noch einmal übersehen. Nein, halt, es gab kein Missgeschick. Nein, alles gut. Gut. Wir haben gedacht, es gäbe ein Missgeschick, aber. Ja, ich merke schon, die Verwaltung ihres Kaisers ist scheinbar nicht so ausgeprägt wie die der Republik. Es ist halt byzantinisch. Tja. Na gut. Gut, meine Wissenschaftler haben mir etwas mitgeteilt. Unsere ersten Stolperschritte in den Weltraum jenseits von Terra Nova waren nicht nur von Neugier, dem Wunsch zur Eroberung des Unbekannten oder dem Bedürfnis der Galaxie, unseren Stempel aufzudrücken, motiviert. Die Biosphäre von Terra Nova hatte während der letzten paar Jahrhunderte schnelle Veränderungen durchgemacht. Prominente Wissenschaftler hatten gewarnt, dass Terra Nova mit dem Beginn eines Massenaussterbensereignis konfrontiert werden könnte, jener zyklischen Säuberung alles Lebens, die untrennbar mit der planetaren Existenz in den Weiten des Kosmos verbunden ist. Man hat einen Forschungsplan zusammengestellt, um eine Reihe durch astronomische Vorfälle oder planetare Katastrophen unbewohnbar gewordene Planeten zu studieren. Wir hoffen, dass wir durch die Rekonstruktion dieser Ereignisse ein ähnliches Schicksal für Terra Nova und die Menschrasse vermeiden können. Mir als Konsul der Republika Unitatis fällt es zu, für die Durchführung dieser Expedition zu sorgen. Höchst interessant. Höchst interessant. Ah, und wir haben tatsächlich schon ein System gefunden mit einer bewohnbaren Welt. Ah, und jetzt müssen wir eine wichtige Entscheidung treffen, und zwar mit welcher Tradition wir starten möchten als Republik. Seine Majestät hat sich schon entschieden. Für ihn geht die Entdeckung vor alles andere. Ja, ich denke tatsächlich, für uns wäre auch aktuell die Entdeckung am sinnvollsten, da wir möglichst viel herausfinden möchten und ja langfristig kolonisieren möchten. Ich denke, nach der Entdeckung könnten wir uns auf die Ausbreitung konzentrieren. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Ich habe neues Wissen, das ich mit den Föderationsmitgliedern teilen möchte. Und zwar sind unsere Archäologen auf eine neue archäologische Stätte gestoßen. Und es scheint so, dass diese archäologische Stätte Hinweise auf unsere Herkunft bieten könnte. Auf die, die uns auf diesen Planeten Zero gebracht haben. Oh, das ist ja höchst bemerkenswert. Das ist eine wirklich bahnbrechende Entdeckung für uns. Und wir werden alles daran setzen, dieses Wissen zu extrahieren und selbstverständlich mit euch zu teilen, die ihr ja dasselbe Schicksal erlitten habt. Ja, das wäre natürlich äußerst interessant, was wir dort für Informationen herausfinden könnten. Das Erkundungsbüro des Kaiserreiches hat gerade auch 2 bewohnbare Welten gefunden. Nur leider gibt es ein Problem mit diesen Welten. Sie entsprechen nicht der Bewohnerpräferenz unserer Bewohner. Es ist eine Tundra-Welt und eine tote Welt. Nur leider finden sich unsere Bewohner nur auf ariden Welten wohl. Wir werden das im Blick behalten. Wir sind ja recht nahe bei Ihnen. Vielleicht, sobald wir auf aride Welten stoßen, werden wir Ihnen das mitteilen. Ach ja, wir sind tatsächlich auf aride Welten gestoßen, aber auch auf kontinentale Welten direkt neben unserem System. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die Republik selbst dieses System benötigen wird. Im Zweifelsfall so versuchen wir es einfach mit Terraforming. Aber vielleicht haben wir ja auch Möglichkeiten, innerhalb der Föderation gegenseitig Planeten zu kolonisieren. Was meinen Sie als Vertreter des Kaisers?
Wie? Das müssen Sie mir genauer erklären. Nun, wenn wir bestimmte Systeme ins Reich der Republik integriert haben, vielleicht gibt es dann Möglichkeiten von Planeten, die wir nicht kolonisieren können, dass sie diese Möglichkeit haben, das zu kolonisieren, wenn man einem entsprechenden Pakt zustimmt. Allerdings habe ich mich mit dieser These noch nicht genauer beschäftigt, ob das so einfach möglich ist oder ob uns da eine große Bürokratie im Wege steht. Das müssen wir vielleicht bei Gelegenheit dann mal herausfinden. Wäre komisch, wenn Sie irgendwelche Planeten kontrollieren würden, die von unseren Leuten bewohnt würden. Das ist richtig, da haben Sie recht. So, wir haben mittlerweile 3 Forschungsschiffe, die fröhlich vor allem in den Westen und Südwesten expandieren. Ein Forschungsschiff in den Norden. Aber nur so in den Nordwesten hatten wir uns vorgestellt, denn ich bin mir sicher, dass das Kaiserreich hier den Norden und den Nordosten aus unserer Sicht abdecken wird und erkunden wird. Aber natürlich. Extreme Stürme. In der Atmosphäre von Zebelrei 4 gibt es regelmäßig gewaltige und heftige Sturmsysteme. Aus dem Orbit sind mehrere Dutzend tobende Stürme sichtbar, deren Windgeschwindigkeiten oft mehr als 700 Meter pro Sekunde erreichen. Da wir im Klima des Planeten keine ursächliche Erklärung für diese Stürme gefunden haben, ist ihr Grund für uns nicht unmittelbar erkennbar. Unsere Wissenschaftler sind an der Untersuchung dieser Anomalie interessiert. Ja, das glaube ich. Sehr schön. Und eine strategische Ressource wurde entdeckt. Exotische Gase. Interessant. Fortschrittliche Energiewaffen könnten sie uns helfen und Kraftfelder. Im Deomia-System. So, und wir beschließen nun, oder unsere Gouverneurin hat auf Terranova beschlossen, ein autotones Monument zu errichten. Sodass die Einigkeit von der Republica Unitatis noch größer wird. So viel Einigkeit. Wir dürfen erfreulicherweise bekannt geben, dass wir das erste System neben Terranova, neben Sola Roma, wie wir uns das System genannt haben, erfolgreich der Republik hinzugefügt haben. Das Expansionsbüro des Kaiserreichs wird noch eine Weile dafür brauchen, da wir unsere Augen auf ein spezielles System gelegt haben, in dem es eine primitive Zivilisation gibt. Das klingt wirklich sehr interessant. Und ich schätze, zu deren Besiedlung benötigt ihr die Energiecredits, die eure Händler von unseren Händlern kaufen wollen. Nein, die brauchen wir zur Unterhaltung der Wissenschaftler. Sie scheinen ja wirklich große Probleme mit Energiecredits zu haben. Ja, so ein Arcana-Generator versorgt sich nicht von selbst. Das glauben wir Ihnen. Wir können erfreulicherweise bekannt geben, dass die Republica Unitatis jetzt dabei ist, das erste Kolonieschiff in Auftrag zu geben. Alle Republikaner sind schon freudig dabei, sich vorzubereiten, um auf diese neue Welt zu kommen. Und das nach mittlerweile über 2000 Jahren auf Terranova. Oh, wir können schon neue Aliens erforschen. Wir ebenfalls. Sind das zufällig die Gamma-Aliens? Nein, Delta. Mit Schrecken kann ich bekannt geben, dass auch wir Aliens entdeckt haben, sogenannte Gamma-Bedrohungen. Ah, Bedrohungen, das ist höchst... Nun kümmern Sie sich um das Gamma, wir kümmern uns um das Delta. Ja. Dann werden wir hier mal die Forschung in Auftrag geben. System Survey concluded. Gut. Ja, tatsächlich, wir haben eine weitere kontinentale Welt in unserer Nähe entdeckt. Leider eine sehr kleine, aber vielleicht hätten wir doch die Ausbreitung wählen sollen und nicht die Entdeckung. Nun gut. Genau. Schau an, jetzt haben auch wir vom irassianischen Konkordat gehört. Ah, ich verstehe. Ich bin auch gerade sehr gut dabei, mein Mandat, das ich versprochen habe, vor der letzten Wahl zu erfüllen. Ich habe schon 3 von 4 Bergbaustationen in der Republica Unitatis errichtet. Sehr schön. Nun, seine Majestät hat nur versprochen, dass die neuen Generationen es sehr viel leichter haben sollen als die älteren. Nun, das scheint ja dem Großteil unseres Volkes zu gefallen. Das glaube ich Ihnen gern. Als Präsident der Föderation möchte ich darauf hinweisen, dass es für die Föderation durchaus zuträglich wäre, wenn
möglichst viele Gesandte am Ruf der Föderation und an der Einheit der Föderation arbeiten würden und daran teilhaben würden. Das diplomatische Büro seiner Majestät ist da schon voll dran. Um dieses Problem müssen wir uns gleich noch kümmern, tatsächlich. Vorher nehmen wir eine weitere Tradition an. Wie können wir dies denn... wir können hier Gesandte zuweisen, der Föderation. Genauso funktioniert das. Am besten beide Gesandte, die wir erwählt haben, oder? So sollte es sein, ja. Gut, dann erwählen wir Mario Flaminius und Vibia Oclatius. Sehr schön. Für die Einigkeit in der Föderation. Ausgezeichnet. Ein blendendes Schicksal. Die verstrahlten Trümmer, die die Crew der ISS Poseidonis im nahen Orbit von Manship registrierte, sind in der Tat die Überreste eines Weltraumschiffes. Oh, höchst interessant. Mit einem sehr markanten Design passt es zu keiner uns bekannten Spezies. Wir konnten auch einige Daten von den beschädigten Schiffskomputern laden, die in einer fremden Sprache aufgenommen wurden und zu nichts passen, das wir zuvor gesehen haben oder übersetzen könnten. Nach einer gründlichen Untersuchung der Trümmer geht Wissenschaftsoffizier Servia Cortius von der Annahme aus, dass das als Cotalo bekannte Schiff beim Verlassen des Überlichts einen Navigationsfehler erlitt, der es zu nah an die Gammastrahlen von Manship heranbrachte. Große Teile der Schiffe wurden durch Radiolyse beschädigt. Es gibt keine Überlebenden. Ja, das ist höchst bedauerlich. Vor allem, da Manship ein ganz besonderer Pulsarstern ist. Höchst beeindruckend und sehr hell, meine Güte. Ja, Pulsarsterne sind einige der hellsten im Universum. Und sehr schön sind sie auch noch. Ja, da haben sie absolut recht. So, wir haben aktuell nur noch 2 Konsumgüter. Wir müssen wohl darüber nachdenken, eine weitere Konsumgüterfabrik irgendwann auf Terra Nova zu errichten. Dann werden wir natürlich weniger Mineralien zur Verfügung haben. Das beunruhigt mich auf jeden Fall. Oh, im Gara-System gibt es eine Legierung. Interessant. Höchst interessant. Braucht irgendjemand Mineralien? Wir sagen dazu nicht nein. Weil auch wenn wir Probleme mit der Energie haben, mit den Mineralien läuft es geradezu vorzüglich. Wie viele gewinnen Sie denn monatlich? 33. Gut, dann dürfen wir uns eigentlich nicht beschweren, wir generieren 35. Ja, auch das Logistikbüro des Großadmirals generiert ähnliche Beträge monatlich. Ah, ausgezeichnet. Da fühlt man sich einmal besonders. Aber wir werden das natürlich nutzen. Können wir ein System besiedeln, das 16 Mineralien bietet? Oh meine Güte, das ist aber ein... Das kann ja, das hört sich ja zu gut an, als dass es wahr sein könnte. Ich hoffe... dass ihnen da Fortuna Holz sein wird. Ach, der Sorgebetrag liegt laut Schätzungen unserer Wissenschaftler erst bei 30 Mineralien und mehr in einem einzigen System. Also nichts Schlimmes. Nun gut, dann glauben wir ihnen das so. Wir brauchen auch mehr Legierungen langfristig, wenn wir hier... unsere Republik schnell ausbreiten lassen möchten. Oh, wir haben einen Kontakt hergestellt mit einer anderen Rasse. Das müssen wir uns mal genau anschauen. Oh, du meine Güte. Ein Megakonzern. Die Etil Company hat zu uns Kontakt aufgenommen. Scheinbar sind das nach unserer These rücksichtslose Kapitalisten. Ich spreche für Firmenchef Nartun Yarnabwe. Und die wohlhabende Elite von Etil Company. Eure fremde Lebensart ist uns unangenehm, aber vielleicht können wir trotzdem einen eingeschränkten Handel treiben. Vorausgesetzt, eure unterlegene Zivilisation kann irgendetwas von Wert produzieren. Wir sind natürlich immer offen, ehrlich gesagt, gegenüber neuen Reichen. Das ist ja höchst besonders. Vor allem die, Sie können sich das gar nicht vorstellen, wie diese Wesen ausschauen. Ich kann es kaum erklären. Doch, kann ich. Ich hab's ja auch gerade gefunden. Ah, ja, es ist höchst bemerkenswert. Ja, wir werden natürlich versuchen, eine Kooperation einzugehen. Es sind lebendige Steine!
Richtig. Oho, das muss erforscht werden. Ja, unser Forschungsschiff ist gerade verloren gegangen, tatsächlich. Weil die dort in dieses Hauptsystem gegangen sind. Oje, oje. Auch wir haben mit ihnen nun Kontakt aufgenommen. Sie sehen sehr interessant aus. Höchst interessant. Und wir haben die erste Kolonie der Menschen hier von Terra Nova aus auf dem Jupiter, so haben wir ihn getauft, aufgebaut. Oder bauen sie gerade auf. Wir sind dort gelandet. Hat jemand von Ihnen ein paar Legierungen für uns übrig? Wir müssten nun wenigstens versuchen, schnellstmöglich hier bis Deomia vorzustoßen, dass wir hier noch, ja, nicht von dieser neuartigen Rasse eingeschränkt werden. Das Logistikbüro des Großadmirals könnte durchaus 200 Legierungen entbehren. Oh, das wäre sehr vorteilhaft. Wir haben aktuell sehr viele Mineralien, die wir leisten können. Wir haben auch Nahrung zur Verfügung stehend und ein paar Energiecredits hätten wir auch noch übrig. Was wäre denn den Suchern eine angemessene Entschädigung? Nun, die Sucher haben an keinerlei Ressource Mangel. So macht uns einfach ein angemessenes Angebot. Wir könnten ja zur Not auch einen Gefallen spenden oder so. Einfach, damit die Sucher sich das für später merken können. Wir müssen das leider vertagen. Wir haben irgendwo eine Feindflotte. Ich setze mal auf Piraten oder so. Oh, das ist höchst bedenklich. Das ist höchst bedenklich. Das ist in unserem neuen System. Auf den Bildschirmen. Aber deren Schiff sieht sehr nett aus. Déjà-vu. Die Crew des seltsamen Schiffes, das dem Schiff ähnelt, das wir in der Nähe von Manship gefunden haben, scheint aufgeregt zu sein. Und das, obwohl unsere Übersetzer ihre Sprache nicht entschlüsseln können. Ihr Identifikationscode scheint ein niedrigfrequenter verbaler Ausdruck zu sein, der wie Kotalo klingt, einem Namen, den wir bereits gehört haben. Vielleicht können wir mit Rohdaten kommunizieren. Das müssen wir gleich machen. Vorher möchten wir noch etwas anderes. Wir werden die Ausbreitung nämlich gleichzeitig auch noch annehmen. Wir versuchen sie zu fragen, wieso sie hier sind. Als Konsul haben wir jetzt natürlich schwerwiegende Aufgaben. Was ist denn mit meinem Konstruktionsschiff? Flottenbefehl widerrufen? Wie bitte? Ja, wir werden etwas für die Archive aufzeichnen. So, wir halten eine Flut aus Daten als Antwort einschließlich der Kartografie einer Nachbargalaxie und Aufnahmen von dem, was nur Ingenieure sein können, die an einem außerirdischen Überlichtantrieb arbeiten. Wir können keine andere Schlussfolgerung ziehen, als dass dies Forscher aus einer anderen Galaxis sind. Der Mangel an Waffen auf ihrem Schiff unterstützt diese These weiter. Wir senden Aufnahmen von republikanischen Entdeckern auf ihrer ersten Reise außerhalb unseres Sonnensystems zurück und die Reaktion der außerirdischen Crew scheint positiv zu sein. Ich bin verwirrt über diese Angaben. Ob das etwas zu tun haben könnte mit unserer Entführung von damals? Die Aufregung der Kotalo-Crew scheint sich zu verflüchtigen. Mehrere Besatzungsmitglieder beginnen damit, mit ihren tentakelartigen Armen auf Konsolen herumzutippen. Sie übermitteln uns ihre Passagierliste, Navigationsdaten und Crewlogs. Ohne Zweifel stimmen diese Daten mit dem Wrack aus Manship überein. Mit einer Ausnahme, das Wrack aus Manship enthielt weitere Einträge mit späteren Daten. Es scheint, als wäre das Wrack aus Manship das gleiche Schiff wie das, was jetzt vor uns liegt, nur älter. Das ist ja höchst... Ja, unmöglich. Und klingt nach Zeitreise. Ja, ich denke auch, so etwas in der Art muss es sein. Ach verdammt, wir haben zu wenig Einfluss. Daran liegt das aktuelle Problem. Deswegen können wir hier nicht weiter vorankommen. Trotz ihres fremdartigen Verhaltens ist die Bestürzung der Kotalo-Crew offensichtlich. Unsere Wissenschaftler informierten uns darüber, sollte das Wrack aus Manship tatsächlich die Zukunft des Schiffes sein, das sich vor uns befindet, jede Information, die wir ihnen geben, unvorhergesehene Konsequenzen haben könnte. Aber wenn es doch die Zukunft des Schiffes ist, ist es dann nicht eher problematisch, wenn dieses Schiff uns Informationen gibt? Ich bin höchst verwirrt über dieses Paradoxon. Wenn wir sie warnen, könnten wir die Katastrophe verhindern. Aber dann müsste das doch eine vergangene Version sein und nicht eine zukünftige Version.
dass es keine Katastrophe gibt. Wir können die Zeitlinie nicht noch weiter gefährden. Du meine Güte, wir müssen eine Entscheidung treffen. Was meinen Sie, werte Föderationsmitglieder? Sollten wir uns in die Zeitlinie einmischen und sie vielleicht retten? Oder sollten wir die Zeitlinie in Ruhe lassen? Das ist eine fast schon ethische Frage. Was interessieren Sie uns? Sie sind aus einer anderen Galaxie. Nun, da wir eine xenophobe Spezies sind und außerhalb der Menschheit wir aktuell mit keinerlei Spezies Kontakt haben, bis auf diesen Steinwesen, denke ich nicht, dass man diesen Wesen helfen sollte. Mit der Zeit legt man sich besser nicht an. Sie ist die mächtigste Kraft im Universum. Eine schwerwiegende Entscheidung, die Republika jetzt zu treffen hat. Denn wir als Republik sind ja eher xenophil eingestellt. Wir auch, aber lieber nicht mit der Zeit anlegen. Ja, die Zeit könnte große Probleme mitbringen. Wenn wir irgendwas verändern, könnte das zur Zerstörung des Systems oder schlimmer noch zu großen Problemen auch der Republik führen. Ja, es ist eine schwere Entscheidung und ich würde gerne diesen Wesen helfen, aber wir können die Zeitlinie nicht noch weiter gefährden. Es tut mir leid, wir müssen die Kommunikation einstellen. So, wie können wir an mehr Einfluss gelangen, frage ich mich gerade. Was haben wir für Möglichkeiten? Ich möchte mit der Föderation teilen, dass einer unserer größten Entdecker, nämlich Rethan, aktuell unterwegs ist, eine sichere Hyperraumroute zu ihren beiden Reichen zu finden, auf das der Austausch starten kann zwischen unseren Reichen. Oh, das wäre hervorragend. Das wäre wirklich hervorragend. Allerdings hat Rethan auch herausgefunden, dass es bereits eine Wurmlochverbindung zwischen unseren Reichen gibt. Tatsächlich? Es scheint so, als hätten sich Wurmlöcher in den Heimatplaneten oder in den Heimatsystemen unserer drei Reiche aufgetan. Wurmlöcher? Ah, tatsächlich. Tatsächlich. Ja, unsere Wissenschaftler können das jetzt auch feststellen. Es gibt hier bei uns auch ein Wurmloch. Höchst bemerkenswert. Ihnen fällt dieses Wurmloch erst jetzt auf? Nun, wir waren auf die Sterne gerichtet, unser Blick. Aber das Ding ist doch genau zwischen den Sternen. Das ist richtig. Ah, ja, unsere Föderation kostet uns natürlich auch sehr viel Einfluss. Oh, was ist denn das? Eine Fraktion namens Dark.net hat uns kontaktiert. Du meine Güte. Ein gewisser Shadow Broker Synchronizer. Shadow Broker Synchronizer. Wir freuen uns natürlich, sie zu treffen. Höchst bemerkenswert. Mir scheint, dass sie auf Habitaten leben. Sehr interessant. Es ist unglaublich, was wir jetzt in wenigen Jahren alles herausfinden konnten. Innerhalb von 6 Jahren neue fremde Alienrassen. Wer hätte gedacht, dass es so viele unterschiedliche Alienrassen hier gibt? Und wer weiß, auf was wir noch alles stoßen werden in diesem Universum. Ich denke, es ist bemerkenswert und wir sind alle uns gegenseitig dankbar, dass wir zusammen diesen Antrieb entwickeln konnten, dass wir jetzt endlich wieder in die Sterne reisen können, wie einst diese außerirdischen Wesen, die uns in zu unseren neuen Welten gebracht haben. So, eine weitere Forschung. Ah, Erkundungsgeschwindigkeit um 25% erhöht. Das nehmen wir doch gerne. Wir haben jetzt gleich ein Problem mit unseren Forschungsschiffen. System erkunden. Die müssen wir weiterschicken.
Die müssen wir woanders hinschicken. Die schicken wir mal in die Richtung hier. Es ist höchst bedenklich, dass dieses Reich so nah an unseren Grenzen ist. Ich muss sagen, das beunruhigt mich ein wenig. Das beunruhigt mich ein wenig sehr. Wir haben eine neue Nachricht gefunden über die Baol und die Grunur. Es ist hochfaszinierend und hochinteressant. Oh mein Gott. Es scheint, dass es vor langer Zeit, vor Millionen von Jahren, einen Krieg zwischen einer Spezies namens Baol und den Grunur gegeben hat. Das haben Sie in dieser archäologischen Stätte gefunden, korrekt? Ja, wir haben Relikte von diesem Krieg gefunden und es scheint sich bei den Baol um ein Schwarmbewusstsein, um eine Art lebendige Bäume, wie wir sie auch von der Erde noch kennen, zu handeln. Oh, das ist ja höchst bemerkenswert, lebendige Bäume. Nun gut, wir haben hier noch eine Sache. Unsere Systemsensoren deuten darauf hin, dass das außergalaktische Erkundungsschiff Katalo am Rande des Manship-Systems abrupt einen Überlichtantrieb ausgeschaltet hat und frontal mit einem Orbitalkometen kollidiert ist. Unsere Analysen schlussfolgern, dass auf der negativen Masse basierenden Überlichtsantriebs der Katalo nicht in der Lage war, genau vorherzusagen, wo oder wann sie den Subraum verlassen würden. Beide Fracks folgen nun dem Manship-Pulsar. Oh, höchst bemerkenswert. Höchst bemerkenswert, dieses Manship-System. Nun gut, aber so bemerkenswert das ist, wir werden mit den Archivaufnahmen beim nächsten Mal fortsetzen. Bis dahin wünschen wir den Zuhörern dieser Archivaufnahmen alles Gute.